Hallo liebe Freunde von Sepco TV. Wir sind heute am Wasser mit euch und zwar am Neckar. Thema ist heute Winterangeln extrem. Warum extrem? Es ist kalt, es ist windig, es regnet und vor allem, ihr hört es im Hintergrund, wir haben ziemlich viel Hochwasser. 3,20 Meter aktuell, 1,60 Meter ist in diesem Abschnitt normal. Wir versuchen trotzdem heute das eine oder andere Rundauge zu überlisten, wie wir das machen, welche Montagen wir benutzen, welches Futter wir benutzen und vor allem, welche Stellen wir aufsuchen. Das zeigen wir euch in diesem Film. Viel Spaß, bis gleich am Wasser. Das Winterangeln auf Friedfische brauchen wir vor allem eins, ein sehr passives Futter. Dafür haben wir uns für drei Futtersorten aus der Browning Range entschieden. Zum einen das B22 Gardon, ein Rotaugenfutter mit einem sehr, sehr intensiven Aroma. Dann das Champion Choice Kanal, ein Futter für den Kanal, wie der Name schon sagt. Es hat eine mittlere Körnung und eine mittlere Bindung. Es ist perfekt für unsere Verhältnisse, da wir auch in einem Hafengebiet fischen heute, wo die Strömung nicht sehr stark ist. Als drittes haben wir hier was Ungewöhnliches für die Winterangelei, und zwar das Lethalfeeder. Es ist mit Fischmehl angereichert und es ist vor allem für größere Friedfische sehr, sehr interessant. Vor allem ich als Specimen-Angler, ich angle gerne auch mal auf große Fische, deswegen darf das bei mir natürlich nicht fehlen. Bevor wir das Futter jetzt anfeuchten, geben wir noch ein wenig Futterfarbe hinzu. In den letzten Jahren hat sich bei mir herauskristallisiert, dass die Fische im Winter sehr gerne auf eine Kombination aus roter und brauner Futterfarbe gehen. Es ergibt ein rostbraunes Futter, dafür habe ich von Champion's Choice Crazy Color dabei. Dann nehmen wir im Verhältnis von 1 zu 3 Rot und Braun. Wir brauchen nicht allzu viel. So ein bisschen reicht so schön. Von der Braun dann ein bisschen mehr. Jetzt verrühren wir das Ganze, bevor wir es anfeuchten. Und ihr seht, das Futter ist automatisch gleich ein bisschen dunkler geworden. Das ist sehr gut im Winter, da sich auch die kleineren Fische vor einem hellen Futterplatz erschrecken bzw. ihn gar nicht erst aufsuchen. Wie ihr an meinen Fingern sehen könnt, sind die ganzen Futterfarben eine riesige Schweinerei. Bevor ich mir jetzt die Hände wasche, gebe ich natürlich noch ein paar Zusätze zum Futter hinzu. Da habe ich einmal ein Crushed Hemp, ein Crushed Hanf und ein Seed Mix, ein Sämereien-Mix, der sehr gut zum Winterangeln passt. Dafür nehmen wir nicht zu viel natürlich. Es darf nicht die Fische natürlich nicht sättigen. Deswegen nehmen wir nur ein kleines bisschen davon. So viel für die erste Mischung. Von dem einen. Und nochmal ein bisschen von dem zweiten. Das reicht natürlich aus. Mehr brauchen wir nicht. Als Zusatz habe ich noch dabei Mais. Mais ist natürlich ein extrem sättigender Zusatzstoff. Deswegen lassen wir ihn erstmal vorne weg und nehmen ihn vielleicht nur als Köder später, wenn die größeren Rotaugen sich eventuell einstellen auf dem Platz. Dann habe ich noch zu Hause abgekochten Futterhanf. Das ist nichts Besonderes. Kann man hier überall kaufen, im Biber-Markt. Pellets habe ich auch dabei. Die Pellets allerdings, die nehme ich immer sehr ungern zum Winterangeln. Ich habe sie immer dabei, falls sich Brassen am Platz einstellen, aber ins Futter gebe ich sie natürlich nicht rein. Aber das Wichtigste, mein Hauptköder, Pinkies. Pinkies eigentlich nie verkehrt, ein sehr kleiner Köder, ein sehr aktiver Köder, sehr toll zum Winterangeln. Davon nehme ich gleich eine halbe Handvoll und noch ein wenig mehr. Habe ich inzwischen einen schönen Mix, der nicht so sättigend ist, eine sehr schöne Bindung hat und die Fische hoffentlich lange am Platz hält.
bitterkalt. Außentemperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt. Es wird uns echt nicht leicht gemacht. Neulich Hochwasser, jetzt ein zugefrorener Neckar. Max, lass uns nach Hause gehen. Warmes Süppchen essen. Tolle DVD anschauen. Geh mal. Unter diesen äußerlichen Bedingungen haben wir das Hafengebiet aufgesucht. Für die Fischerei verwenden wir eine Browning First Commercial Carp Feeder in 11 Fuß Länge. Die Rute zeichnet sich durch einen dünnen, sehr schnellen Blank aus mit einer feinen Spitze. Zum Lieferumfang gehören 3 Wechselspitzen. Komplettiert wird das Setup durch eine Browning Hybrid Com 630FD. Die Rolle verfügt über ein sehr leichtes Eigengewicht, einen hohen Schnureinzug und eine fein justierbare Bremse. Heute fischen wir mit der Schlaufenmontage. Dazu verwenden wir sehr leichte Open-End-Futterkörbe und Haken der Größe 16 und 18. Bedingt durch das starke Muschelvorkommen haben wir unsere Rolle mit der Hybrid Power Mono in 0,18 mm bespult. Die Schnur verfügt über eine sehr gute Abriebsfestigkeit und eine hohe Tragkraft. So Leute, wir haben den ersten Platzwechsel vollzogen und die Kamera war leider noch nicht aufgebaut. Dafür haben wir ein tolles Geschenk für euch. Quick findet ihr im Winterklassen, der tatsächlich schon ein wenig Leckausschlag hat. Die Fische und Mecker sind relativ früh dran, wir haben jetzt 6,5 Grad Wassertemperatur. Ein Wahnsinnsfisch für den Winter. Schaut euch den mal an. Ein winterlicher Angeltag neigt sich dem Ende zu. Ich möchte mich herzlich bei der Firma Zemco Europe und meinem Angelpartner Maximilian Zeitler für die Unterstützung bei diesem kleinen Filmprojekt bedanken. Er hat mir jetzt sein aktuelles Buch Grundangeln auf Ried- und Raubfische mitgebracht. Scheint ziemlich umfangreich zu sein. Max, was steht denn da drin? Jawohl, es geht wirklich ums Grundangeln, ums Allroundangeln. Ein Einsteigerbuch ist es. Wir behandeln Techniken, Taktiken, Tipps und Tricks. Gewässersuche ist auch ein großes Thema. Und eine Geräteempfehlung für Einsteiger ist auch dabei. 9,95 kostet das Ding, 96 Seiten hat es und 75 Farbabbildungen. Schaut euch mal rein, es lohnt sich auf jeden Fall.